Ahoi, meine lieben Piraten! Junge, Junge, Junge! Lange ist es her. Ein schöner Vlog hier wieder auf meinem Kanal. Ein überaus wichtiger Vlog, liebe Friends. Und ich bin natürlich mit keinem geringeren unterwegs als mein MMA-Coach, Mo Taha. Ahoi, meine jetzt auch lieben Kameraden, Kabaka. Der erste Sprachfehler. Piraten. Ja, Kameraden, Piraten und Patienten hat er gemischt. Geil. Da fängt schon gut an, der Vlog. Der hat auf jeden Fall MMA Schaden. Scheiße, der hat auf jeden Fall einen Schaden. Friends, wir fahren natürlich nach Frankfurt zum Octagon Special. Ich denke mal, das ist die Sensation des Jahres. Da hat Octagon was sehr Krasses aufgebaut. Was sehr Krasses gemacht mit dem Stadion Eintracht Frankfurt. Sehr kluge Idee. Ja, Heimvorteil für Christian Eckerlin und natürlich für Mad Max Koga, die Legende. Ihr wisst Bescheid. Wir haben Kerim Engisek. Wir haben den albanischen Shqiptar. Arjan, Jung wird natürlich Jung, auch. Jung wird also das ist natürlich die Schlacht, was ich euch gesagt habe, ne, Ostpreußen gegen Westdeutschland. Das ist ja hier wirklich. Freunde, er wird mich natürlich auch vorbereiten für den bevorstehenden MMA-Kampf. Ich habe den ersten MMA-Fight, mein Profi-Debüt sozusagen, bei meinem Bruder Mo, bei den Taha Fight Nights. Und ja, ihr könnt die Tickets natürlich bei meinem Bruder Mo schon mal abchecken, reservieren, wie auch immer. Abendkasse sowieso könnt ihr kommen, aber ich sag euch jetzt schon, Abendkasse ist full. Yani, besorgt euch die Tickets lieber vorher und meckert dann später nicht rum, wenn ihr dann nicht mehr reinkommt. Was geht ab? Nur verrückte Leute unterwegs. Nur verrückte Leute, Alter. Was hast du da? Hammergeil. Stau gerade jetzt hier kurz vor dem Ziel. Geisteskrank. Mach mal eine Analyse, was sagst du heute? Boah. Was tippst du Max Koga? Max Koga gewinnt das Ding, zweite Runde. Durch? K.O. Was sagst du, Kerim? Kerim Engizek, erste Runde, er macht K.O. Ne? Ja, Kerim Engizek haut in der ersten Runde. Der Typ sieht aus, als ob der aus Valhalla gekommen ist, sein Gegner. Aber Engizek wird ihn da auch wieder zurück hinschicken. Erste Runde K.O.? Erste Runde K.O. Und die beiden Christians? Beide Christians. Ein Christian gewinnt auf jeden Fall. Ein Christian gewinnt. Die okay, Frage ist nur welcher. Was sagst du? Wer gewinnt heute? Wer gewinnt heute? Ja? Geil. Du, die hat kein Gürtel mehr. Heidberger, was geht ab, Alter? Der alte Drängler. Jedes zweite Auto. Ey, sieh da! Bruder. Auf jeden Fall ist alles voll, Alter. Also kommt man nur Schritttempo weiter. Ab zum Kampf heute? Ab zum Kampf? Wer macht drin? Eckerlin. Eckerlin? Team Eckerlin, wa? Beste. Wir sind jetzt auf jeden Fall wenigstens im Fahrstuhl drin. Oh, VIP-Shuttle-mäßig. Geht's nach Körperbau oder Gewicht? Das ist egal. Wir passen hier alle rein. VIP-Shuttle. Boah, Freunde, wir sind jetzt hier. Was geht ab? Das ist volle Hütte, was geht ab? Können wir ein Foto machen? Na klar, Bruder. Ich grüß dein Herz. Ich sag, wie geile Veranstaltung, oder? Sag mal. 100%. Ich grüß dein Herz. Ey, Mo! Okay, wir sind raus. Ich dachte, ich hab mich verloren, Alter. Er wurde geführt. Ja, komm aus der Toilette nicht mehr raus, Alter. Ja, Friends, also hier ist wirklich jeder. Also Montana Black habe ich jetzt getroffen, Edis habe ich getroffen, alle gut drauf, Abu Goku auch da. Alle sehr, sehr korrekt, freundlich. Also das ist ein sehr, sehr geiler Abend, sage ich jetzt schon, Alter. Das ist wirklich. Also was hier gemacht worden ist, Alter, ist geisteskrank, Alter. Was willst du machen? Was sagst du? Das ist ein bisschen. Wir müssen zu einem Aufzug. Eine Etage, glaube ich, schwer. Freunde, Alter, das ist Maximum. Maximum. Bald kämpfe ich bei Octagon, warte ab. Ich werde einen herausfordern und dann hole ich mir den Titel. König von Deutschland. Ah! Weg, Jamanjak, weg. Weg, Jamanjak. Sinan. Sinan, Sinan. Ey, Mo Abdallah, Alter. Wo bist du? Wo bist du? Du bist der Nächste, mein Lieber. Geil, Alter. Richtig geile Show. Ich sag euch jetzt schon, Kerim haut den
Prozent First Round, keine mehr gesehen. Oh, jetzt kommt Eckerlin, Alter. Den König von Deutschland, Digga. Der Gewinner muss gegen mich. So, Freunde, sind wir im Parkhaus. Alter, was für ein Chaos. Digga, was war das für ein Kampfauto zu finden? Alter Schwede. Also hier war die Hölle los. Also hier waren wirklich von Untergrundlegenden bis Promis, Influencer. Also heute war hier wirklich alles. Alles. Geisteskrank, war geisteskrank. Ey, wir müssen auf jeden Fall was essen, Bro, ich kann nicht mehr. Diese Nudeln, was wir gerade gegessen haben, war wirklich so erster Tag Zelle, Knast. Wir haben so viele Menschen gesehen. Sorry, Freunde, dass ich nicht alles gefilmt habe, aber ey, da war so viel Hackmack. Ich konnte halt nicht immer Handy, Kamera rausholen, Ich wollte auch ein bisschen die Show genießen. Wir haben Edis getroffen. Wir haben Abu Goku getroffen, Montana Black haben wir getroffen. Ich habe auch mit ihm gequatscht, ein bisschen gechillt. War alles in Ordnung, alles cool. Habe sehr viele Leute getroffen. Ich habe Dardan wieder getroffen. Cody, boah, wen haben wir nicht gesehen? Ey, alle waren da, wirklich. Face-off quasi von Edis und Flying Uwe. War auch sehr wild, beide wurden interviewt. Ich freue mich auf den Kampf von den beiden. Edis ist halt schon groß, also wird es nicht einfach. Uwe hat jetzt lange nicht mehr gekämpft, 5 Jahre glaube ich. Aber das wird ein sehr geiler Kampf, ich freue mich darauf. Und ja, heute der Tag natürlich, Freunde. Christian Eckerling, Mad Max, Frankfurter Legenden haben auf jeden Fall abgeräumt. Engisek, neuer Champ, Islam Dulatov war da. Und ja, das hat nochmal richtig Motivation gegeben, Digga. Für den 16. November, liebe Friends, wenn ich in den Octagon steige, bei den TAR Fight Nights. Das wird auch nochmal richtig geil, liebe Friends. Also ich will euch alle in Dortmund sehen. Holt euch die Tickets. Kommt zur Abendkasse. In der Beschreibung steht die Adresse drin, wo das sein wird. Und auch die Instagram-Seite von den TARs, wo ihr die Tickets auch vorab schon kaufen könnt. Erste, zweite Reihe, was war das, 50 Euro. Da gibt es Karten für 30 Euro, 35 Euro, also wirklich Peanuts. VIP 100 Euro oder so, oder 150. Also es werden sehr viele Gäste kommen. Kommt vorbei, lasst uns Spaß haben, wir natürlich auch geile Fotos machen. Wir werden geile Gespräche führen, liebe Friends. Ich freue mich. Und ja, liebe Grüße an Octagon. Ja, Band habe ich immer noch an, Alter. Muss ich auch mal gleich abmachen. Wer war noch da, Mo? Wen haben wir? Das glaube ich schon eigentlich so weit. Also eigentlich haben wir, waren alle da. Untergrund. Genau. Der Untergrund war da. Ne? Ey, das war heftig. Also von Christian Eckerling auch, ganze Familie war da, sein Schwiegervater war da. Also das war, glaube ich, ein sehr großer Moment für Eckerling. Und ich gönne ihm den Sieg 100%. Jung wird natürlich auch, cooler Typ. Muss man aber auch hier da ganz klar sagen, der Eckerlin hat ihn schon dominiert, muss man sagen. Ne? Der Gegner von Max, Bruder, ich küsse dein Herz, was war das? Der war so klein, ich küsse. Der sah so komisch aus. Ich will nicht diskriminieren, ne, aber der sah aus wie so Lilliputana. Der ist so komisch geschnitten, der hat so kurze komisch. Beine. Ja. Der hat so sehr kurze Beine und so längeren Oberkörper, genau. Also das sah sehr komisch aus. Ja. Ich weiß nicht, Alter, also auf diese riesen Monitor. Auf den riesen Monitor sah das echt komisch aus. Der Streichholz-Loki. Das war schon krass. Ismail, Freiheit hat. Mach die Verträge fertig, du weißt. Ne? Wir sehen uns im Ring, mein Lieber. Ich will keinen Rückzieher von dir sehen. Ich will nicht hören, du hast irgendwie Corona.
Ich will nicht hören, du hast Schnupfen. Ja. Und danke an alle Freunde. Wenn euch der Vlog gefallen hat, ich weiß, war nicht viel Action. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, das war trotzdem unterhaltsam für euch. Gebt einen Daumen hoch, kommentiert. Ich werde ab jetzt öfter noch Vlogs drehen. Und ja, danke an euch alle. Ich liebe euch, ganz viele Grüße. Wir sehen uns am 16. November in Dortmund. Sturf.